Guten Morgen, ich freue mich, Sie hier heute begrüßen zu können zu unserer 14. Installation von unserer Vorlesung zur Einführung in die Pädagogische Psychologie im Wintersemester 2021-22. Ich freue mich, Sie auch, auch ähm, jetzt hier heute Morgen wieder begrüßen zu können. Ähm, wir werden uns vor allem ähm, mit dem Thema der Online-Lehre widmen. Etwas, was wirklich auch für viele Studierende, also viele von Ihnen, die jetzt entweder live zugeschaltet sind oder unsere Vorlesung über das Semester verteilt auf, den, auf unserem YouTube-Kanal verfolgt haben, ein Thema, was sie alle auch begleitet hat. Wir werden dazu einige, einige grundlegende ähm, äh, Fragen klären ähm, bezüglich der, der Verbreitung von Online-Lehre, insbesondere vor der Corona-Pandemie. Denn ähm, natürlich ähm, durch Corona ähm, induziert ähm, gab es weltweit ähm, den, die große Veränderung zu äh, digitalem Lernen und Lehren. Ähm, an Universitäten, aber auch an Schulen. Und wir werden uns auch anschauen, wie ist die Effektivität von Online-Lehre im Vergleich zu traditionellem Präsenzunterricht und was auch Merkmale von qualitativ hochwertiger Online-Lehre sind. Von den Merkmalen werden Sie sich auch vermutlich daran erinnern, dass wir auch schon zur Unterrichtsqualität vor einigen Wochen Wochen auch verschiedene Merkmale von gutem Unterricht kennengelernt haben. Und wenn Sie das dann vergleichen, werden Sie merken, die grundlegenden Kriterien, was guten Unterricht ausmacht, die sind natürlich auch ähm, für, ähm, für digitale Lernumgebungen äh, relevant. Aber Sie werden auch da einige Nuancen ähm, dann äh, feststellen, ähm, die die insbesondere für die Online-Lehrer auch ähm, in den äh, Vordergrund zu rücken sind. Aber vorher als kleine Wiederholung zur letzten Woche, ähm, unsere Quizfragen. Äh, wir haben uns in der letzten Woche äh, das, äh, das digitale Lernen, Lernen mit Medien äh, vor allem angeschaut und ähm, haben dabei auch ähm, gesehen, dass wir ähm, verschiedene Modelle betrachtet haben. Mit denen man Lernen mit Medien auch betrachten kann. Und ähm, beispielsweise im äh, Modell nach Meyer ähm, wird zwischen drei verschiedenen äh, äh, Modi äh, unterschieden: und zwar dem Präsentationsmodus, dem äh, Repräsentationsmodus und der sensorischen Modalität die dann jeweils ähm, sich darauf beziehen, was für Medien verwendet werden und wie, wie diese Medien dann ähm, in den Lernumgebungen ähm, implementiert werden. Dann ähm, äh, zur zweiten Frage. Ich sehe gerade im Chat eine Frage. Zur Aufgabe 1 das ist ein Tippfehler, dass in der Aufgabe Präsentation zum Modus statt Medium steht. Präsentationsmodus. Präsentationsmodus. Statt Medium. Ja, das sollte äh, Präsentationsmedium heißen und Repräsentationsmodus. Präsentationsmedium und Repräsentationsmodus. Ja, ich sehe Ihren. Punkt. Also, ähm, wenn Sie äh, quasi die Frage ähm, äh, theoretisch in dem oberen Teil steht es auch quasi mit dem Rechtschreibfehler drin, aber äh, ich bin da völlig bei Ihnen, dass ähm, das äh, ein Fehler auf der Folie Sehr gut, dass Sie das erkannt haben. Das freut mich sehr, weil wir das dann, wenn wir die Folien in einem Jahr wieder verwenden zur nächsten Vorlesung, dann natürlich auch verbessern werden. Ähm, das heißt, wenn Sie äh, die. Wenn Sie zu den 6,34% gehören, die äh, diese Frage inkorrekt beantwortet haben, dann schreiben Sie bitte der Peer mit mir im CC. Äh, dann fügen wir Ihnen da die 10.000 Punkte natürlich auch äh, hinzu, weil ähm, für irgendwie Tippfehler bei äh, den Folien bzw. den Fragen so, so etwas soll natürlich nicht passieren. Ähm, genau. Dann äh, haben wir uns quasi... Angeschaut ähm, verschiedene äh, Theorien der Informationsverarbeitung, die auch einen Bezug genommen haben ähm, auf die Gedächtnismodelle, also etwas, was wir in, mit äh, unserer ersten Vorlesungssitzungen betrachtet haben. Und da äh, sehen wir, dass ähm, multimediale Informationen äh, nicht im Arbeitsgedächtnis delegiert werden, sondern im sensorischen Gedächtnis, was quasi davor gestaltet, würde, davor gestaltet wird. Und dann halt nach dieser Filterung in dem, in dem äh, sensorischen Gedächtnis ähm, wird es dann, ähm, in das, werden die Informationen dann in das Arbeitsgedächtnis delegiert. Äh, Dann äh, dritte Frage ähm, in Bezug auf äh, Lernen im Medien, Gestaltung von Lernen in Materialien, welche Visualisierungen äh, dabei ähm, von Vorteil ist, sind und auch besonders lernen wirksam. Ähm, als Beispiel dabei äh, statische Visualisierung haben wir uns angeschaut, wir haben uns auch Animationen angeschaut und, ähm, und ähm, Dabei auch äh, verschiedene ähm, Merkmale kennengelernt. Ähm, aber ähm, in Bezug auf statische Visualisierung ähm, haben wir ähm, festgestellt, dass fotorealistische Darstellungen häufig nicht so lernwirksam sind wie Strichzeichnungen, wo quasi dann die Kernelemente, die halt ähm, wichtig sind zum Verstehen der, der darunterliegenden Prozesse, in der Regel. Ähm, äh, äh, sind da diese Strichzeichnungen halt ähm, wirksamer Natürlich, wie gesagt, in der Regel, weil ähm, Sie können sich vorstellen, wenn Sie jetzt, ähm, wenn Sie jetzt ähm, Kunst studieren beispielsweise und äh, da quasi ähm, äh, Beispiele von Gemälden oder von anderen ähm, äh, fotorealistischen äh, äh, Kunstformen haben, die dann als Beispiel für, für irgendwas anderes gelten. Klar, so, so etwas ist... Dann gibt es für diesen Fall wirksam mehr. Aber in der Regel, und auch darum das Wort häufig, sind halt die Strichzeichnungen für den allgemeinen Lernkontext als Lernwirksamer auch zu sehen. Und dann, last but not least, haben wir uns angeschaut Tablets. Und ähm, da das Allheilsversprechen, äh, dass äh, der Einsatz von digitalen Medien automatisch zu einer besseren Lernleistung ähm, führt, das ist, ähm, das ist ein, nicht der Fall, weil es auch da wieder, wenn Sie sich auch beispielsweise an das Angebots- Nutzungsmodell zurückerinnern, ist auch wirklich ähm, auf eine Vielzahl an anderen Faktoren auch ankommt, wie Tablets eingesetzt werden in diesem Beispiel oder was für ähm, Lernumgebungen, Lernangebote dann geschafft gesch werden, was dann ähm, zu, einem Lern, zu, einem zu einem erhöhten Lernerfolg dann auch führt. Okay, ähm, wenn wir für Sie unsere, unsere Punkteverteilung sehen, hat auch schon der Großteil von Ihnen die zur Million... Äh, die zum Bestehen notwendige Millionen von Punkten schon erreicht. Ich glaube, wir liegen bei oh, ich schon so 120, 130, 140 Studierende, die diese Million erreicht haben. Aber ähm, sie haben auch noch eine Vielzahl an weiteren äh, Möglichkeiten zum Punkterwerb, um dann zum einen, wenn sie einen Teilnahmeschein haben wollen, ähm, äh, diesen dann zu erwerben. Oder wenn Sie noch, äh, wenn Sie noch äh, Punkte brauchen, um äh, zur Klausur zugelassen zu werden, äh, schauen Sie auf GreatCraft oder auf, unsere, auf unseren Kursüberblicksplan. Äh, da sehen Sie genau, welche, ähm, äh, welche Bausteine Ihnen noch bleiben, äh, die Sie auch jetzt noch in den, äh, in den nächsten Wochen absolvieren können. Sehr wichtig. Äh, schauen Sie sich dabei bitte auch genau an, bis wann Sie die jeweiligen Bausteine noch einreichen können. Äh, äh, können, weil ähm, die Regeln sind halt für jeden von Beginn des Semesters transparent und ähm, wir können leider, es sei denn, ähm, wir haben ärztliche Atteste, Ihnen für die einzelnen Bausteine halt keine Verlängerungen auch gewähren. Also es ist da wirklich wichtig, dass Sie auch frühzeitig ähm, sich informieren, was Sie quasi jetzt noch machen können, um, um beispielsweise das Ziel zu erreichen. Ähm, ähm, genau, es gab auch eine Frage. Ähm, ob man Punkte, die man in diesem Semester erreicht hat, dann in einem zukünftigen Semester ähm, nochmal neu erreichen kann. Das ist leider nicht. Also man kann natürlich im neuen Semester dann wieder neue Punkte sammeln, aber man kann keine Punkte von einem Semester in das andere Semester übertragen. Also ähm, Sie äh, würden quasi, wenn Sie sich entscheiden sollten, ähm, in einem Jahr beispielsweise die Vorlesung noch einmal zu belegen, dann würden Sie quasi ähm, wieder bei... Äh, würden sich quasi wieder bei Nullpunkten starten und wieder ihren Weg zur Billion äh, auch äh, bringen. Okay, ähm, zur äh, Modulklausur. Ähm, da ist wieder ein Rechtschreibfehler auf der Folie. Wow. Ähm, <laughs> ähm, und zwar, ähm, der Rechtschreibfehler ist, dass ähm, die... Ähm, Klausur bei mir halt von 9.25 Uhr bis 9.55 Uhr, also 30 Minuten, anstelle von 20 Minuten, ähm, ist. Aber, ähm, aber ähm, prinzipiell auch da ähm, wieder genau die gleichen Informationen, die Sie halt vor einer Woche auch schon gesehen haben. Ich kann hier auch, glaube ich, das hier mit, äh, oh toll, das machen wir mal, streichen wir das mal durch, tip top und schreiben da 25 drauf. super. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt auf den Folien, auf den Folien ist, aber ähm, ich äh, werde auch da dann quasi die, ähm, die äh, verbesserten Folien auch nach der Veranstaltung nochmal hochladen. Ähm, aber ähm, genau, ähm, wichtig dabei äh, ist, dass Sie sich ähm, zur Modulprüfung und den einzelnen Prüfungen auch äh, rechtzeitig ähm, anmelden. Ähm, weil sie quasi dann in einen Ilias-Ordner von, äh, von uns manuell hinzugefügt werden. Ähm, dafür brauchen wir halt ähm, etwas Zeit, um, um 200 Studierende oder mehr quasi ähm, äh, von dem Formular zu überprüfen, okay, sind die äh, Leistungsscheine da oder werden die Leistungsscheine wahrscheinlich erreicht, ähm, um, sie, um sie danach quasi ähm, dann auch ähm, in den. Jeweiligen Ordner auch zuzulassen. Also von daher ähm, ist es sehr wichtig, dass Sie auch wirklich das auch frühzeitig machen. Wir haben zurzeit, ich habe ähm, hab, äh, gestern äh, Abend, gestern äh, in Nacht da reingeschaut, wir haben zurzeit, ich glaube, 134, 135 ähm, Prüfungsanmeldungen allein in unserer Vorlesung. Haben wir an die 200 ähm, Studierende. Von daher ähm, ähm, ist das, äh, ist das, ähm, von daher fehlen auch noch einige Daten in gewisser Weise. Das heißt, wenn Sie ähm, ähm, eine Prüfung schreiben wollen äh, und auch von Ihren äh, Kommilitoninnen und Kommilitonen wissen, äh, dass Sie eine Prüfung schreiben wollen, dann, ähm, dann ermuntern Sie die auch, ähm, äh, sich äh, über unser Formular für die Prüfung anzumelden. Der Hinweis hier, Sie brauchen sich nur über dieses Formular für die Prüfung anmelden, wenn äh, Sie eine Klausur schreiben wollen. In manchen Studiengängen wollen Sie, ähm, ist es nur erforderlich, äh, sogenannte Teilnahmescheine zu ähm, erbringen. Das heißt, Sie ähm, äh, brauchen quasi keine Klausur schreiben, sondern, sondern beispielsweise ähm, mit dem Erwerb ähm, in, unserer in unserer Veranstaltung, mit dem Erwerb der, der Punkte. Erwerben Sie dann halt automatisch den Teilnahmeschein. Und da, ähm, da ist es dann so, dass Sie ähm, ähm, sich dafür nicht anmelden brauchen, weil äh, wir quasi diese Liste von Personen, die den Teilnahmeschein erworben haben, dann quasi automatisch an die jeweiligen äh, Prüfungsämter dann weiterleiten werden. Ähm, andere Fragen, äh, die die ähm, wir zur Prüfung bekommen haben, ist: ähm, ähm, was machen oder ähm, wie muss man vorgehen, wenn man ähm, also wir, ich habe ich hab solche Fragen manchmal gesehen, ähm, wo quasi ähm, gefragt wurde: hey, ich äh, kann zwischen der und der Vorlesung entscheiden, welche ich belegen kann? Oder kann ich mir die Prüfung in diesem Modul anrechnen oder in dem anderen Modul anrechnen? Das sind alles sehr gute Fragen. Auf die äh, wir als, äh, als Lehrende leider nicht unbedingt ähm, dann ähm, äh, eine gute Antwort ähm, geben können, weil wir quasi Ihnen allen das Angebot machen, die Klausuren ähm, bei uns zu schreiben, auch quasi modularisiert äh, nach unseren drei Vorlesungen. Und ähm, Sie haben quasi hier, ähm, oder wir haben hier in unserer Vorlesung Studierende aus, ich glaube, es waren 20, 25, äh, Studiengänge und auch unterschiedlichen Studienordnungen. In gewisser Weise ähm, sind Sie dafür selber verantwortlich, ähm, genau zu wissen, in welcher Studienordnung, in welchem Studiengang Sie drin sind und ähm, was Sie persönlich für Ihren eigenen Lernfortschritt, für, für Ihr eigenes ähm, äh, für Ihren eigenen äh, Studienerfolg benötigen. Das heißt, wenn Sie da nicht genau wissen, ähm, wie Sie sich ähm, wie Sie sich Modulteile oder Klausuren anrechnen lassen können, würde ich Sie bitten, dann jeweils ähm, zu Ihren Prüfungsämtern Kontakt aufzunehmen, weil Sie da auch ähm, ähm, dann die Beratung bekommen. Prinzipiell können, ähm, also genau, also ähm, ich würde Ihnen da wirklich empfehlen, quasi ähm, bei Ihren Prüfungsämtern dann nachzufragen, wie, wie so etwas aussieht. Genau das Gleiche. Ähm, genau das Gleiche. Äh, Gilt quasi, ähm, es gab noch eine andere Frage, ähm, die hin und wieder vorkam. Ähm, was ist, wenn man die Modulprüfung oder wenn man eine Modulprüfung ähm, äh, zu schreiben hat über, sagen wir mal, drei Klausuren? In manchen Studiengängen brauchen Sie auch, glaube ich, nur zwei von den drei. Die Uni Tübingen hat da wirklich äh, eine Vielzahl an, äh, an, äh, an verschiedenen äh, Studiengängen. Ähm, und ähm, also, also äh, sagen wir mal, Sie brauchen drei von drei Klausuren. Was machen wir, äh, äh, wenn Sie bei zwei von den dreien äh, eine Punktzahl erreichen, um zu bestehen, aber in der dritten äh, äh, die Punktzahl bei der Klausur ist zu niedrig und das ist nicht bestanden? Gilt dann die gesamte Modulprüfung als, äh, als in bestanden und äh, Sie müssen alle drei Modulteile ähm, nochmal schreiben oder können Sie dann nur den dritten Modulteil ähm, nachschreiben? Wie gesagt, wieder eine sehr gute Frage ähm, und auch da kommt es sehr stark auf die jeweilige Prüfungsordnung an. Und ähm, diese Frage können Ihnen quasi wieder nur Ihre Prüfungsämter ähm, beantworten. Antworten. Prinzipiell, wir bieten diese ähm, Modulklausur mit diesen drei Prüfungsteilen an, ähm, gerade damit wir halt für die verschiedenen Studiengänge auch wirklich viel, viel Flexibilität haben und sie quasi ähm, ohne Sorge und auch flexibel, je nachdem mit welcher Prüfungsordnung sie unterwegs sind, ähm, sich quasi ähm, hier ähm, ähm, dann quasi das auch ähm, zurecht suchen können, um quasi ähm, die äh, ähm, Modulteile zu belegen, die Sie belegen wollen. Okay, ähm, ich pausiere jetzt für einen Moment, um, um im Chat noch ein bisschen zu lesen. Ähm, und wenn Sie Fragen haben, äh, bitte stellen Sie auch. Äh, gerne die Fragen, weil ähm, wir wollen natürlich, dass äh, Sie mit, mit möglichst wenig äh, Sorgen, mit möglichst wenig Bedenken quasi ähm, in unsere ähm, Klausur starten. Also wir äh, sind doch wirklich da, um Ihnen quasi ähm, die, die Ängste auch da zu nehmen und auch im Vorfeld auch wirklich, wirklich auch alle Fragen auch zu beantworten, so dass Sie quasi ähm, sich wirklich nur quasi auf die Klausur und auf die äh, Vorlesungsinhalte jeweils ähm, äh, zu konzentrieren haben, ohne jetzt irgendwie äh, große S Sorgen jetzt für, die, äh, 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 für das ganze Technische drumherum zu haben. Okay, ähm, okay eine Frage, bekommen wir für den Ilias-Kurs noch ein Passwort? Ah, hier, äh, Pier hat auch da schon, genau geantwortet und zwar ähm, äh, Sie brauchen quasi kein Passwort, aber ähm, ähm, sie werden quasi nach der Anmeldung bis zum 10.02. werden sie quasi in den Tagen danach ähm, zu dem Kurs äh, zugefügt. Das heißt, ähm, ich würde Ihnen empfehlen, da auch schon vorher in den Ordner ähm, hereinzugehen, auch schon äh, quasi vor dem 15, um zu schauen, hey, hat das alles geklappt? Aber bitte, wie gesagt, schauen Sie da vorher rein. Aber wenn Sie jetzt ähm, ähm, am 11.02. um 2.23 Uhr in den Dach da hereingehen wollen und merken, oh wow, ich bin, das funktioniert doch nicht, dann liegt das daran, dass wir sie halt noch nicht hinzugefügt haben. Also wir brauchen dafür auch eine gewisse Zeit, um quasi sie alle auch hinzuzufügen. Ähm, genau, ähm, eine. Weitere Frage: ich, ich lese die Frage jetzt doch quasi einfach mal vor, damit äh, wir das halt auch ähm, äh, für andere Studierende, die jetzt gerade dicht in dem, in dem äh, Live-Raum äh, dabei sind, quasi auch die Fragen haben. Und auch vor allem die Antworten zu den Fragen, logischerweise. Ähm, äh, reicht es, äh, wenn, man sich, wenn man sich einmal über den. Ding für alle Vorlesungen anmelden. Ja, genau. Also ähm, ich würde Ihnen auch wirklich da sehr stark raten, sich nur einmal ähm, für die Prüfungen anzumelden. In den vergangenen Jahren haben wir ähm, es gesehen, dass sich manche Studierende irgendwie drei oder vier oder fünfmal auf den Link geklickt haben, um sich halt für die Prüfung. Ähm, Anzumelden. Und das ist halt etwas schwierig für uns, weil ähm, in gewisser Weise, ähm, wenn Sie quasi ähm, bei den unterschiedlichen Anmeldungen unterschiedliche Informationen haben, von wegen, okay, äh, bei der ersten Anmeldung, die Sie machen, äh, melden Sie sich für, für Prüfung 1 und 2 an, bei der zweiten Anmeldung für Prüfung 2 und 3, ist es für uns etwas schwierig, quasi äh, äh, nachzuvollziehen, äh, wofür Sie sich dann halt auch verbindlich anmelden. Äh, angemeldet haben. Also ich würde Ihnen auch da sehr, sehr stark empfehlen, sich nur ein einziges Mal anzumelden. Oder wenn Sie sich aus irgendwelchen Gründen vertan haben, schreiben Sie das bitte in das, in das Kommentarfenster herein, dass dies die äh, Anmeldung ist, die Sie halt wirklich verwenden wollen und dass ähm, sämtliche andere Anmeldungen ähm, gelöscht werden sollen. Das, äh, so, etwas würden wir dann, so etwas würden wir dann natürlich manuell noch machen, klar. Aber, ähm, ist, aber ähm, da, damit können wir halt ähm, quasi ähm, Probleme für sie auch dann vermeiden. Okay. Ähm, dann, wie viel Prozent braucht man bei der Klausur jeweils erreichen, um die Teile zu bestehen? Äh, 50 Prozent. Ähm, das äh, also für die. Anderen beiden Veranstaltungen äh, kann ich das in, nicht beantworten, weil ähm, da die ähm, Dozierenden ähm, ihre eigenen Bewertungsschemata äh, <laughs> sicherlich haben. Ähm, für unsere Veranstaltung genau ist es quasi zum Bestehen, dass sie halt ähm, 50 für die 4,0 dann äh, benötigen würden. Okay, eine. Ich freue mich, dass Sie, auch so, dass Sie auch so viele Fragen stellen, weil ähm, das ist wirklich ähm, sehr wichtig, damit wir halt ähm, die ähm, Formalien auch alle klären. Ähm, für die Modulprüfung brauchen wir ähm, für jeden Teil jeweils eine eigene Eigenständigkeitserklärung. Äh, nein, Sie brauchen quasi nur ähm, eine Eigenständigkeitserklärung ähm, ähm, für die drei äh, Modulteile oder für, ähm, für egal viele. Äh, Modulteile, um, die Sie auch ähm, schreiben werden. Ähm, okay, ich sehe gerade, dass, dass der Ton irgendwie äh, schwach sei. Vielleicht können wir das beheben, wenn das quasi an der an der Tübinger Seite liegt. Ich kann auch kurz schauen, ob ich mich irgendwie mh, nicht gemutet habe hier bei Zoom, sondern nee, das müsste eigentlich alles gehen. Okay, das, also wir probieren das mit dem, mit, dem, äh, mit dem Ton auf jeden Fall zu regeln. Im Zweifel, ähm, wir hatten das, glaube ich, vor zwei Semestern ebenfalls mal, dass der Ton während der, während der Zoom-Aufzeichnung etwas schwach war, aber ähm, quasi bei, bei äh, YouTube war das äh, kein Problem. Also im Zweifel dann ähm, bitte auch nochmal äh, ähm, die äh, Aufzeichnung dann anschauen. Ähm, genau, wo ähm, muss man die Eigenständigkeitserklärung hochladen? Ähm, die, sie äh, laden die Eigenständigkeitserklärung dann ähm, in dem Klausurordner, in den wir sie hinzufügen. Da laden sie dann bitte ähm, äh, die Eigenständigkeitserklärung dann quasi ähm, in so einem Quiz. Das ist quasi wie, wie, so ein, wie, wie so ein Quiz, was Sie machen, wo sie dann quasi eine. Datei hochladen können und das ist dann quasi diese Eigenständigkeitserklärung. Prinzipiell, äh, digitale ähm, Unterschriften sind dabei ähm, ähm, für uns äh, völlig ausreichend. Also sie brauchen da quasi, ähm, äh, quasi kein spezielles äh, verifiziertes äh, Programm, mit dem sie ähm, mit äh, speziellen Sicherheitsstandards dann quasi ähm, die Unterschrift äh, dotarisch abgesichert dann ähm, quasi haben. Also das ist ähm, zum Glück ähm, elektronisch wirklich da. Äh, da äh, also das freut mich, weil, weil das ist halt für Sie etwas, etwas einfacher macht und ähm, ich würde Ihnen auch da quasi empfehlen. Ähm, Gerade weil Sie halt ähm, in den Klausurzeitfenstern halt nur ähm, 15 bis 30 Minuten je nach Vorlesung Zeit haben. Aber sie äh, können quasi in den Ordner auch schon früher ähm, und auch quasi die Eigenständigkeitserklärung von 8 bis 10 Uhr jeweils hochladen. Also ich würde Ihnen quasi da empfehlen, auch schon vor der ersten Modulprüfung, bei der Sie halt ähm, äh, dabei sein werden, auch schon quasi ähm, auch schon quasi vor ihrem PC zu sein, um das auch beispielsweise schon hochzuladen, dass sie halt auch da, ähm, dass sie halt auch da quasi keine Zeit verlieren. Also ähm, die Zeitfenster sind doch da quasi wirklich fix. Das heißt, wenn sie wenn sie quasi, ähm, sagen wir mal, ähm, in meiner Veranstaltung, da haben sie 30 Minuten, aber, ähm, äh, aber ähm, sie gehen da erst um, sagen wir mal, 9.50 Uhr herein, dann bleiben Ihnen nur noch fünf Minuten. Also dann haben sie quasi keine längere Zeit über dieses ähm, Klausurzeitfenster hinaus. Also ich würde Ihnen auch da wirklich empfehlen, damit Sie halt die ähm, Zeitfenster möglichst maximal quasi ausdutzen, da auch dann ähm, äh, frühzeitig da drin zu sein. Genau, ähm, die Eigenständigkeitserklärungen äh, liegen auch schon in unserem, Pro in unserem Pro in unseren probe und ähm, da können Sie auch schon quasi hereingehen, um sich die Einständigkeitserklärung ähm, auszudrucken und auch da ähm, äh, quasi schon alles vorzubereiten. Stichwort Probeklausur. Ähm, äh, Stichwort Probeklausur, wirklich eine äh, sehr gute Gelegenheit, um zum einen äh, zu Ihr Wissen quasi noch einmal ähm, äh, zu überprüfen, aber auch um quasi die ganzen, die ganzen äh, technischen Rahmenbilder, bedingungen äh, äh, zu erfahren. Also wir werden in den realen Klausuren äh, das Gleiche äh, Format haben. Logischerweise in der realen Klausur können Sie das nur einmal machen, aber ähm, ich glaube bei der Probeklausur äh, können Sie die Probeklausur halt äh, mehrfach dann auch äh, äh, dann auch absolvieren. Genau. Also ähm, kann ich Ihnen auch wirklich nur empfehlen, auch die Probeklausur zu machen. Ich glaube, die Probeklausur wurde auch ähm, heute freigestaltet. Also, ähm, und sie ist auch bis zum 14. freigestaltet. Also ähm, das ist wirklich eine sehr gute ist Sache. Ich kann Ihnen das auch wirklich nur empfehlen. Genau. Ähm, also in, äh, in unserer Veranstaltung haben wir quasi ähm, sieben Fragen jeweils ähm, ähm, mit vier. Unterfragen und ähm, diese sieben Frageblöcke, ähm, die beziehen sich jeweils auf eine, auf, eine, äh, auf eine Vorlesung. Also, sie werden quasi ähm, sieben Vorlesungsthemen haben, ähm, zu denen sie dann quasi vier ähm, Fragen dann haben. Also, das ist quasi so das Prinzip. So ähnlich wie sie halt ähm, das auch quasi über das Semester hinweg auch mit den, mit den Wissen auch schon gemacht haben. Also wenn Sie, ich weiß ich wiederhole, dich ich dabei, da, wenn Sie quasi bei den bei den Wissen sehr gut abgeschnitten haben und auch da sich ähm, gut äh, vorbereitet gefühlt haben, dann ähm, dann bin ich auch davon überzeugt, dass Sie dann auch bei der realen Klausur damit auch gut ähm, gut abschneiden werden. In der Probeklausur ähm, haben wir ähm, verschiedene ähm, Quizfragen äh, von diesem Semester verwendet, ähm, allerdings auch ähm, Klausurfragen aus vorherigen äh, Semestern, also ähm, Sie werden quasi da, werden Ihnen da quasi einige Fragen bekannt vorkommen, dann ist das auch quasi so, so gewollt. Prinzipiell äh, bei den Quizfragen ähm, in unserem Semester ähm, waren auch reale Klausurfragen ähm, von den ähm, vorherigen Semestern auch dabei, also, ähm, also das ist auch quasi so der, der Schwierigkeitsgrad ähm, mit dem die zumindest hier für, ähm, für unsere Veranstaltung zu rechnen haben. Genau, ähm, also ich kann Ihnen da auch quasi empfehlen, wir haben ja ähm, so, ein, so, ein, so ein Dokument mit vielen, äh, mit vielen äh, Hinweisen auch noch äh, hochgeladen, ähm, wo Sie halt noch mehr Informationen allgemein über die Klausur kriegen, ähm, sich da dieses Dokument auch nochmal genauer anzuschauen. Okay, gibt es noch Fragen zur Klausur? Wir werden da logischerweise auch noch in der nächsten in Woche nochmal darüber äh, etwas Zeit einräumen, aber. Ähm okay, der Chat ist gerade so, dass es da, glaube ich, keine weiteren Fragen so, Klausur gibt. Ja, okay, super. Ähm, ich glaube, dann ähm, sind wir da auch ähm, gut vorbereitet. Uff, okay, das war jetzt äh, etwas mehr äh, organisatorisches und, ähm, und ähm, äh, Preparation, in gewisser Weise als erwartet. Aber nichtsdestotrotz freue ich ich, dass wir jetzt quasi ähm, in unser in unseren Themenkomplex von der Online-Lehre ähm, einsteigen also in gewisser Weise Sie sind ja quasi aus der Lernenden Perspektive da ja auch schon Expertinnen und Experten und ähm, von daher freut es mich quasi umso mehr ähm, äh, Ihnen da jetzt auch einiges äh, von erklären zu können also in gewisser Weise wenn Sie äh, die Veranstaltung auf YouTube gerade sehen und quasi auf die, auf die Veranstaltung geklickt haben, äh, nur äh, weil halt der, äh, der, der Titel so spannend klang. Wow! Äh, dann ich hoffe, dass wir sie nicht verloren haben und dass sie ähm, da diese 30 Minuten dann halt einfach äh, nach vorne gibt sind und ähm, willkommen äh, weiterhin. <laughs> Alright, ähm, Onlinelehre allgemein, was ähm, was verstehen wir unter Online-Lehre und zwar ähm, im Rahmen von dieser Vorlesung verstehen wir ähm, darunter, dass wir, ähm, dass wir da die, die Kursangebote haben, die von, äh, die, die von offiziellen äh, Lehreinrichtungen ähm, angeboten werden, in denen ähm, Inhalte auf eine digitale äh, Form vermittelt werden. Wichtig dabei, sie können quasi komplette reine Online-Kurse haben oder auch blende bzw. hybride Lernformate, wo sich halt Online- und Präsenzelemente auch ergänzen, wo sie beispielsweise auch dabei unterscheiden können, finden die Online-Elemente in einer synchronen Form statt. Stadt. Das heißt quasi so, wie ähm, Sie, die jetzt gerade ähm, äh, in unserem Zoom-Raum live dabei sind, ähm, dass sie quasi ähm, zur gleichen Zeit äh, wie der Vortragende die äh, Vorlesung, die Lehre erleben oder ähm, in, in, einem, in einem asynchronen äh, Format, was ähm, beispielsweise für diejenigen von Ihnen, die jetzt gerade ähm, die Veranstaltung auf, auf YouTube sich anschauen, ähm, die ähm, zu einem späteren Zeitpunkt ähm, auf die Inhalte zurückgreifen, um dann ähm, die Lerninhalte in, im eigenen äh, Tempo dann auch zu erlernen. Ähm, prinzipiell, ähm, insbesondere für diese Hybriden äh, vom harte ähm, sehr ähm, ein sehr beliebtes Thema ist da. Ähm, äh, die, das sogenannte Flipped Classroom-Modell, ähm, ähm, was ähm, insbesondere so äh, funktioniert, dass sich Lernende in einer Online-Umgebung ähm, selbstständige Wissen aneignen, indem sie beispielsweise ähm, ähm, Videos ähm, sch schauen, äh, Informationen ähm, sich online selber heraussuchen, ähm, um dann in einer gemeinsamen Präsenzphase dann... Ähm, dieses selbstständig erarbeitete Wissen dann noch weiter zu vertiefen und auch zu, und auch zu äh, reflektieren. Das ist so, das, das ist so, Flip Classroom-Modell prinzipiell kann auch Flipped Classroom ähm, komplett ohne ähm, Online-Lernelemente auch ähm, gestaltet werden. Aber ähm, sehr häufig ähm, wird es halt ähm, in Verbindung mit, äh, mit äh, Digitalen Materialien auch verwendet. Prinzipiell ähm, während der Corona-Pandemie völlig klar, ähm, sehr starker Anstieg ähm, von äh, Online-Lehre, sowohl an Schulen als auch an Universitäten. Aber ähm, sogar schon vor der Corona-Pandemie, ähm, es wird sich vielleicht überraschen, aber ähm, ähm, selbst vor der Corona-Pandemie war Online-Lehre sehr weit ähm, ver verbreitet, ein sehr weit verbreitetes äh, Lernformat, insbesondere ähm, an Hochschulen. Also quasi ähm, ähm, sie haben quasi mit die größten Hochschulen der, ähm, der jeweiligen Länder, die sie betrachten, äh, sind ähm, in einem, in einem Online-Format in, in Deutschland. Beispielsweise die, die Fernuniversität Hagen äh, mit äh, derzeit über, über 670.000 eingeschriebenen äh, Studierenden in äh, die, diesem Wintersemester. Ähm, in, um, in Amerika haben sie ebenfalls auch äh, sehr viele sogenannte, sogenannte äh, Private Universities, die halt ähm, for profit sind im, im Vergleich zu, zu traditionellen Not-for-Profit-Institutionen äh, Insti ähm, und ähm, dabei steht stereotypisch ähm, die, die University of, of Phoenix, die ähm, da mit einer der, der größten, ähm, äh, größten äh, Bildungsanbieter äh, ist, die auch vor allem ähm, über, über Online-Kurse auch agiert, mit über 83 1000 ähm, Studierenden, die da in verschiedene äh, Studiengänge eingeschrieben sind. Und ähm, in der UK ähm, äh, haben sie quasi ähm, dieses, dieses Open University System, wo sie ebenfalls ähm, über 175.000 Studierende haben, ähm, die ähm, an, der, an der Open University eingeschrieben sind. Klar? Ähm, jede dieser vorgestellten Institutionen hat auch ähm, physische G G Gebäude und auch, und auch einen physischen Standort und manche Veranstaltungen ähm, werden auch da quasi in Präsenz angeboten. Ähm, insbesondere für manche Prüfungen ähm, ist das ähm, an, diesen, an diesen Universitäten ähm, äh, notwendig, aber prinzipiell ähm, die Hauptmodalität, die Sie da haben, ähm, ist wirklich, die, ist, ist wirklich die, die digitale Lehre. Das ist quasi so in der westlichen Welt. Prinzipiell, ähm, wenn Sie quasi komplett international schauen, in Pakistan oder in Bangladesch, da haben Sie riesige, riesige, riesige ähm, äh, Online-Hochschulanbieter, äh, die wirklich Hunderttausende von Studierenden haben, die quasi dann über die Fernlehre dann ähm, ähm, Abschlüsse auch absolvieren. Wenn, Sie, wenn wir uns jetzt hier ähm, auf die Situation in, in Amerika, also in den Vereinigten Staaten, ähm, uns das Betrachten über die Zeit verteilt, dann äh, sehen wir, dass ähm, bei so circa 14 bis 15 Millionen Studierenden, die ähm, an Hochschulen eingeschrieben worden sind, circa 3 bis 4,5 Millionen Studierenden ähm, mindestens einen Online-Kurs in den jeweiligen äh, Jahren auch ähm, belegt haben. Also wir sind bei circa 30 Prozent. Von allen Studierenden in Amerika, die quasi auch schon vor der Corona-Pandemie schon einmal einen, einen Online-Kurs an ihren jeweiligen Hochschulen belegt haben, was auch wirklich eine faszinierende Zahl ist in gewisser Weise. Und circa 11 Prozent sind sogar schon vor der Corona-Pandemie, wie Sie hier sehen können, in Studiengängen, die ähm, vornehmlich ähm, online äh, stattfinden. Sehr wichtig dabei quasi, wenn Sie solche Statistiken sich anschauen, ähm, diese, diese aggregierten ähm, Informationen ähm, spiegeln auch in gewisser Weise nur einen Teil ähm, der gesamten Story wider. Also wenn Sie quasi ähm, sich ähm, das jetzt ähm, etwas genauer anschauen ähm, zur Verbreitung von Online-Lehre, je nach äh, Fachrichtungen oder je nach Institutstyp oder je nach Geografie, sehen Sie auch da wieder größere Unterschiede. Also ähm, wenn Sie beispielsweise ähm, sich anschauen hier wieder in den USA, ähm, in welchen äh, Fachrichtungen äh, vor allem Online-Kurse auch, ähm, auch ähm, stattgefunden haben, also quasi wirklich quasi, quasi Online-Programme haben. Ähm, sehen Sie ähm, der, der beliebeste, äh, die beliebteste Studienrichtung oder das Studienfeld allgemein, weil ähm, sogar an der Universität Tübingen, für wenn Sie hier an der Universität Tübingen irgendetwas mit Psychologie studieren wollen, haben Sie viele verschiedene Studien in gewisser Weise, in denen Sie solche solche ähm, Inhalte haben. Also jetzt hier ist auch wirklich nur die größeren Felder jetzt auch beschrieben, prinzipiell ähm, so business management ist so mit das ähm, am meisten ähm, äh, ist das feld wo sie die meisten online programme haben danach ähm, danach ähm, der medizinische bereich also auch so etwas wie wie, wie, so, auch so etwas wie ein oder pharmazie ähm, fällt da ebenfalls mit drunter wichtig in amerika ähm, um krankenschwester zu werden das ist da ein... Also ähm, auch da quasi andere ähm, Berufseingangsvoraussetzungen. Äh, Education, auch die Lehrkräfteausbildung, ähm, wird ähm, zum Teil durch Online-Programme. Ähm, dann das vierte Feld ähm, Computer Science, Informatik und dann ähm, im fünften Feld ähm, ja, äh, Social Services. In, in, gewisser Weise, also quasi so etwas wie äh, Feuerwehr, Polizei, ähm, Jura, auch zum Teil halt Studiengänge im Gegensatz zu unserem, äh, zu unserem Ausbildungssystem, was wir hier in, in äh, Deutschland haben. Und äh, Sie sehen auch quasi da, wie das da auch äh, verteilt ist in gewisser Weise. Also wenn Sie quasi ähm, über, über Online-Kurse und über die Verbreitung von von Online-Angeboten reden, ist es auch wirklich äh, wichtig, sich wirklich klar zu werden, ähm, in welche Bereiche Sie auch da jeweils hereingehen. Hier es ist, sehen Sie quasi, ähm, in, welchem, äh, in welchem Bundesland ähm, äh, der Prozentsatz von Studierenden, die, die äh, äh, in Online-Kursen äh, ähm, ähm, eingeschrieben sind, ist. Ist, je nach ähm, und auch da sehen Sie wirklich ähm, riesige Unterschiede ähm, zwischen äh, Staaten wie irgendwie äh, New York, Connecticut, Massachusetts, ähm, wo Sie so an die 20% liegen im Vergleich zu Arizona, New Hampshire, West Virginia, wo Sie ähm, wirklich äh, 50 bis äh, äh, 60% von Studierenden haben, die ähm, sich in Online-Kursen eingeschrieben haben. Woran kann das liegen? Ähm, zum einen, ähm, so Staaten wie Massachusetts, ähm, Connecticut und so weiter sind auch ähm, geografisch gesehen relativ klein und sie haben viele, ähm, die, die liegen an der, an der Ostküste in Amerika, die ähm, viele von den ältesten und ähm, traditionellsten Universitäten haben, die wirklich auch ähm, schon seit für Amerika langer Zeit, seit irgendwie 200 Jahren <laughs> schon existieren. Da in Europa hier die Uni Tübingen 477, das ist für die natürlich unvorstellbar, völlig klar. Aber, ähm, aber ähm, da ist halt auch eher so von der Tradition her, ähm, dass da ähm, Präsenzangebote auch in gewisser Weise ähm, eher bevorzugt werden und Sie haben halt wesentlich mehr Universitäten auf kleinerem, auf kleinerem physikalischen Raum, sodass ähm, da quasi die Bevölkerungsdichte zugehörig zu den, zu den äh, Präsenzuniversitäten, so würde ich das als eine Vermutung beispielsweise äh, sehen, dass sie da quasi ähm, weniger Studierenden äh, in, in Online-Angeboten haben im Vergleich zu anderen größeren äh, Flächen wo sie quasi viel f Fläche haben, aber, ähm, aber quasi relativ wenig ähm, Bildungsinstitutionen. Und ähm, dann ist es halt auch wieder so, die Vereinbarkeit vom, äh, vom Studium mit ähm, vielleicht der Arbeit oder vielleicht wollen sie halt studieren, äh, während sie arbeiten oder sie können familiärbedingt den, Studi den Studienorten nicht wechseln. Da bieten quasi ähm, solche Online-Lehrprogramme auch ähm, auch ähm, sehr, äh, sehr viel mehr Flexibilität. Ähm, Arizona ist auch quasi ähm, sehr hoch, weil ähm, sowohl ähm, mit, der, mit, der Uni, mit, der, mit der Arizona State University, ähm, die ebenfalls auch, auch ein sehr großes Online-Angebot ähm, anbietet, ähm, haben sie quasi in diesen Staaten auch sehr viele Online-Kursprogramme in gewisser Weise. Also ähm, daher haben sie auch da quasi ähm, eine sehr hohe ähm, Anzahl an Studierenden, die, die sich da in solche Online-Kurse dann ähm, eingeschrieben hat. Ähm, wie sieht das quasi hier bei uns aus? Ähm, in gewisser Weise ist es ähm, da etwas äh, schwieriger, weil wir... Ähm, ähm, weil wir in Amerika eine wesentlich ähm, eine wesentliche bessere äh, Datengrundlage haben, weil so etwas quasi auch über viele Jahre getrackt wird. Aber ähm, jetzt hier ähm, in dieser, in dieser ähm, Statistikerquelle, da äh, sehen Sie beispielsweise von ähm, Personen, die ähm, Online-Kurse ähm, ähm, besucht haben, in den, äh, in den äh, letzten zehn Jahren, dass wir da ähm, 2016 beispielsweise auch bei so circa 5% liegen, was auch in etwa vergleichbar ist mit dem amerikanischen äh, Beispiel, was wir vorhin gesehen haben. Aber wie gesagt, ähm, ähm, in äh, der amerikanischen Welle wurde das quasi ähm, von so einem ministeriumartigen ähm, oder ministeriumsnahen, ähm, äh, von einer ist eine nahen Institution erhoben, ähm, dem, in, dem in National Center for Education Stat Statistics. Und hier ist es halt eine etwas andere Quelle, aber trotzdem, nichtsdestotrotz, sehen Sie ja quasi da auch quasi irgendwie in der letzten Zeit auch der Trend ähm, äh, ähm, zu mehr Online-Lehre halt auch. Ähm, gesehen wurde und ähm, so etwas ähm, gerade jetzt mit der Corona-Pandemie ähm, werden Sie da auch oder würde es mich sehr stark wundern, wenn Sie quasi ähm, äh, da auch nicht in Zukunft, ähm, wo Lehrende in gewisser Weise auch gezwungen wurden, ähm, Online-Lehre zu machen, dass ähm, sich da die ähm, die äh, die Institutionen und die Departments auch von traditionellen Präs Universitäten, wie jetzt hier unsere Universität Tübingen, äh, sich dann nicht denken, okay, hey, ähm, Online-Lehre hat auch verschiedene Vorteile und Sie werden da auch einige nachher gleich sehen, ähm, dass man dann auch trotzdem gewisse Online-Kurselemente in die traditionellen äh, Portfolios dann auch ähm, mit integriert. Okay, aber ähm, jetzt wollen wir uns quasi anschauen, ähm, Online-Kurse aus Perspektive der der Lernenden und der Lehrenden. Und da würde ich Sie äh, zunächst bitten, quasi mit Ihren Mitstudierenden, sagen wir aber fünf Minuten nur, ähm, äh, wie Sie ähm, das bisherige Online-Semester äh, wahrgenommen haben. Also aus der Perspektive der Lernenden. Was waren so Ihre Eindrücke allgemein von dem Online-Semester? Ich mache die Breakout-Räume auf und dann sehen wir uns in circa. Minuten wieder. Ich freue mich. Bis gleich. Okay, willkommen zurück. Ähm, genau, ich bin äh, sehr gespannt, worüber Sie quasi geredet haben und vielleicht werden Ihnen auch da quasi einige dieser ähm, Elemente auch äh, ähm, äh, vorkommen oder ähm, werden Sie auch besprochen haben. Was wir quasi aus der Literatur gesehen haben, ist, dass ähm, äh, das in Online-Kursen im Vergleich immer jeweils zu traditionellen Präsenzkursen ähm, äh, vor allem ähm, auf einer emotional, affektiven ebene ähm, eher isolationsgefühle ähm, äh, verspüren auch gerade weil ähm, ähm, möglichkeiten zur, zur interaktion sowohl mit, mit anderen äh, studierenden als auch zu den lehrenden ähm, durch ähm, online-lehre traditionell ähm, schwieriger auch äh, von ist ähm, und auch dass es da auch äh, Schwierigkeiten oder erhöhte Schwierigkeiten äh, gibt, ähm, äh, Kursinhalte gut verstehen zu können. Dabei ähm, äh, haben Kinder auch vor allem Sorgen, quasi ähm, geringere äh, Leistungen auch quasi ähm, erbringen zu können, gerade weil auch ähm, die physische Distanz, also auch da wieder in der Bezug zur, zur, zur sozialen Komponente vom Lernen. Sie können sich da auch schon wahrscheinlich auch die verschiedenen Wirkungsmechanismen ähm, da gut denken, ähm, da wieder ähm, haben, der ähm, in einer traditionellen äh, vollständigen Online-Lehre dann schwieriger zu sehen ist. Dann ähm, Kommunikation auch wie gerade angesprochen, das dann auch zu verminderter Leistung führen kann. Ähm, und auch vor allem dann auch in Bezug darauf, ähm, wie Lernen und äh, Lernprozesse dann auch von den Lehrenden unterstützt werden, ähm, was ähm, auch vor allem in, in äh, Seminaren oder in äh, Veranstaltungen mit weniger Studierenden, die dann online stattfinden, ähm, als, als eine besondere äh, Schwierigkeit dann auch ähm, gesehen werden. Zum Teil auch, weil die Dozierenden vielleicht nicht so vorbereitet sind, dann trotzdem individuell und personalisiert auf Studierende einzugehen, wie sie das ansonsten auch in einem, in einem äh, Präsenz-Setting äh, haben. Und auch dann, äh, äh, was auch gesehen wird, ist, ähm, äh, es ist sehr dass Lernen die äh, Fähigkeiten quasi ähm, sich eigenständig, vor allem in, in, in asynchronen äh, Lernszenarien, äh, selber Ziele zu setzen, sich... Es ist, selber quasi ähm, zu entscheiden und den eigenen äh, Lernprozess zu strukturieren und die Motivation dafür aufrechtzuerhalten und auch, wie Sie auch wissen, über Selbstregulation Lernprozesse effektiv zu gestalten, da ähm, die entsprechenden Lernstrategien zu verwenden. All dies sind quasi ähm, äh, Punkte, die äh, von Studierenden auch allgemein auch genannt werden, ähm, äh, von unserer Forschung her, was wir halt gesehen haben, was, was Problem auch ist für äh, Studierenden bei Online-Kursen. Äh, Prinzipiell ähm, quasi, ähm, was sie da äh, was quasi für, äh, für Lernende äh, von Vorteil ist, um quasi in einem Online-Szenario gut bestehen zu können, äh, sind äh, multimedial- und inhaltlich äh, strukturierte Materialien um quasi guten Zugang zu den ähm, zu den Inhalten zu erhalten und auch um quasi ähm, Selbstregulation ähm, zu unterstützen. Dabei ähm, Transparenz, vor allem über die Erwartungen und, und über die, über die äh, Rahmenbedingungen, äh, werden da als, als äh, Lern förderlich gesehen, wenn sie quasi im ähm, Beispiel Aufgaben und auch Lösungen kriegen, insbesondere quasi, ähm, wenn es ähm, in Richtung äh, äh, Klausuren, Klausurvorbereitungen geht, ähm, sowas wird quasi als ähm, als äh, Lernen förderlich auch wahrgenommen. Wenn Sie, äh, wenn Sie quasi äh, stilles Feedback kriegen, das, das heißt, wenn Fragen gestellt werden, da dann auch quasi ähm, wieder in Bezug auch zur zur interpersonellen Interaktion, dass Sie da quasi schnellere Rückmeldungen kriegen und auch quasi ähm, äh, und auch schnelles Feedback auch zu den eigenen äh, Lernerfolgen. Also, wenn Sie quasi ähm, Sachen einreichen, da dann quasi ähm, Feedback zu erhalten, wie Sie, ähm, äh, wie sie da abgeschnitten haben. So etwas ist auch da wirklich ähm, äh, wichtig für Studierende, auch quasi über das Semester verteilt, äh, über den eigenen Lernerfolg, den eigenen Lernfortschritt quasi, ähm, äh, quasi diese, ähm, dieses Feedback. Feedback zu kriegen. Das, logischerweise, das ist äh, relevant in Präsenz-Settings äh, Präsenz, äh, ebenfalls, aber ähm, in Online-Settings ist das, das ähm, insbesondere ähm, sehr wichtig. Ähm, von der lehrenden Perspektive, also wenn wir jetzt einmal hier die, äh, den, den, den Tisch drehen, ähm, sehen wir, dass äh, Spannenderweise ähm, ähm, die Lehrenden äh, äh, vor allem ähm, asynchrone äh, Veranstaltungen äh, bevorzugen, wahrscheinlich auch, weil es in gewisser Weise ähm, äh, von der Vorbereitungszeit ähm, einfacher auch zu sehen ist, quasi äh, PowerPoint-Folien äh, äh, dann zu besprechen und diese dann halt hochzuladen. Gruppenarbeiten werden eher schwierig gesehen von Lehrenden, vielleicht auch weil ähm, da ein gewisser Kontrollverlust auch ähm, da zu sehen ist und auch vor allem, ähm, was ähm, Lehrende auch vor allem dabei ähm, sehen ist, dass ähm, sie merken, wie manche Studierende ähm, sehr wenig Engagement zeigen und auch quasi ähm, den, äh, die Lernziele. Äh, ähm, nur schwer erreichen. Also, dass sie ähm, da quasi so etwas auch ähm, viel eher sehen, quasi, oder vielmehr die Befürchtungen haben in gewisser Weise. Ähm, was allerdings spannend ist, so aus Forschungsperspektive, ähm, es gibt wesentlich mehr Forschung dazu, quasi, wie Lernende ähm, Online-Umgebungen wahrnehmen, was da Schwierigkeiten und, auch, und aber, aber auch quasi, ähm, aber auch quasi ähm, positive Dingsbedingungen sind. Aber quasi ähm, für Lehrende gibt es relativ, oder gibt es weitaus weniger, ähm, äh, gibt es weitaus weniger äh, Forschung. Prinzipiell ähm, ist es auch da quasi, was, ähm, was äh, Lehrende da quasi machen können, um quasi diese S Sorgen, die sie da vorhin gesehen haben, ähm, besser unterstützen können, ist halt ähm, äh, Kommunikationstools zu verwenden, um quasi ähm, bessere Erreichbarkeit, be bessere, bessere K -K Kommunikation, dann auch ähm, zu haben, wie beispielsweise ähm, in Announcements zu machen oder halt irgendwie ähm, äh, Klausur-Reminders oder Aufgaben-Reminders halt ähm, äh, zu sehen haben, wo ähm, äh, quasi ähm, über, über, ähm, wichtige, ähm, über wichtige Kursinhalte, -Kurse, De Kurse, Deadlines etc. quasi ähm, informiert wird, dann ähm, online äh, Foren werden als, ähm, werden als ähm, äh, sehr positiv wahrgenommen. Prinzipiell proaktiv ähm, auf Lernende zuzugehen, um auch ähm, frühzeitig Feedback zu geben. Insbesondere, wenn sie halt äh, sehen, okay, ähm, manche Lernende haben Probleme, quasi äh, mit den Inhaltsbereichen gut voranzukommen, da auch frühzeitig ähm, ähm, daran anzuknüpfen, um zusätzliche Unterstützungsmöglichkeiten. Unterstützungsangebote zu liefern, wird auch äh, positiv äh, gesehen und auch quasi ähm, ne, eine stellere Response Time dann auch äh, zu bekommen. Prinzipiell, ähm, äh, was auch quasi empfohlen wird für Lehrende, ist es, ähm, äh, verschiedene äh, Formate ähm, auszuprobieren und auch zu kombinieren, die quasi ähm, für die jeweilige Lernzielerreichung dann auch als ähm, auch als ähm, hilfreich gesehen werden kann. Also vielleicht ähm, nach je nach Themenbereich vielleicht ähm, vielleicht kürzere Erklärvideos, die dann äh, mit äh, synchronen so auch vielleicht nach, nach dem Flip Classroom Modell, die dann mit äh, synchronen äh, Sessions kombiniert werden, wo dann ähm, Fragen gestellt werden können oder vielleicht auch Inhalte vertieft kritisch reflektiert werden. Aber auch da wirklich ist es auch wirklich wichtig, sich genau zu überlegen, was sind die Lernziele, was will ich machen. Die ähm, Struktur, Tiefenstruktur, Tiefenstrukturen sind immer wesentlich, wesentlich wichtiger als die, als die Strukturen, die sie haben. Das ist im Präsenzunterricht so, aber in der, in der Online-Lehre äh, natürlich umso mehr. Prinzipiell, wenn wir uns, ähm, wenn wir uns äh, anschauen wollen, okay, äh, im Vergleich Online-Lehre und, äh, und Präsenzlehre, ähm, ähm, wie ist die Wirksamkeit von Online-Lehre? Dabei, ähm, dabei kann man quasi zwischen, zwischen äh, Near-Success-Outcomes und, und, äh, und äh, Distal-Success-Outcomes unterscheiden. Also äh, Near-Success-Outcomes sind quasi, sind quasi ähm, Kursspezifische ähm, Outcomes und ähm, da sehen wir, dass ähm, ähm, Online-Kurse im Vergleich zu, zu Präsenzkursen, ähm, äh, dass Studierende da ähm, in den Online-Kursen leicht schwächere ähm, Klausurnoten haben bei ähm, den vergleichbaren ähm, äh, Kursen und auch das. Ähm, die eine, höher, eine höhere wahrscheinlichkeit haben, ähm, äh, aus kursen äh, ähm, herauszufallen, also die kurse frühzeitig ähm, ähm, abzubrechen. Ähm, gründe dabei ähm, können wirklich vielschichtig sein. also was wir auch ähm, da vor allem auch äh, gesehen haben, ist dass ähm, ist ähm, vielleicht auch an den äh, verschiedenen Erwartungen liegen kann die Personen an einen Kurs haben. Also, ähm, also ähm, dass auf der einen Seite die Lehrenden davon ausgehen, dass äh, Studierende äh, größere äh, Selbstregulationsfähigkeiten haben als jetzt äh, tatsächlich halt äh, bei äh, den den äh, ist der Fall ist, weil Selbstregulation wirklich auch mit einer der, der, ähm, der stärksten Prädiktoren in gewisser Weise ähm, häufig auch ist, der quasi beeinflussbar ist ähm, und ähm, wo Studierende dann auch quasi ähm, Probleme haben, vor allem in einem Online-Szenario, da sich selbst reguliert. Mit den Kursinhalten auseinanderzusetzen. Und auch da können Studierende vielleicht auch in gewisser Weise erwarten, auch mehr, dass Kurse für sie schon so strukturiert werden, dass sie besser selbstgesteuert auch lernen können. Also dass sie da mehr Rahmenbedingungen haben oder dass sie auch da vielleicht auch explizit in den Kursen Strategien bekommen, wie sie besser selbst reguliert lernen können. Was halt in der Regel in Online-Kursen auch eigentlich nicht gemacht wird. Also ähm, das ist auch wirklich so eine der, ähm, der äh, Faktoren, die wir da auch äh, sehen, die dazu führen können, dass quasi die Performance, wenn Sie quasi Online- und äh, Face-to-Face-Kurse vergleichen, ähm, dass die Face-to-Face-Kurse da etwas, etwas äh, besser dann abschneiden. Aber ähm, wenn wir quasi ähm, entferntere, entferntere Outcomes betrachten, also wenn wir uns ähm, so etwas betrachten wie, ähm, wie äh, die Wahrscheinlichkeit, einen Studienabschluss erfolgreich zu absolvieren oder die Zeit, die Sie benötigen von, von, vom Studiumsbeginn bis zum Studiumsabschluss, dann sehen wir, ähm, dass ähm, äh, je mehr Online-Kurse ähm, sie, sie quasi belegen können und äh, äh, dass sich dies quasi positiv darauf auswirkt, quasi ihr, ihr Studium erfolgreich absolvieren zu können. Und ähm, die Gründe dafür, ähm, in gewisser Weise ist es, ist es ein wenig paradox, weil sie quasi ähm, in den einzelnen Kursen vielleicht, vielleicht äh, etwas schlechtere Performance haben, aber auf längere Sicht ähm, mit mehr äh, Online-Lehre ähm, zu größerem Stud Studienerfolg auch gelangen. Ähm, also Gründe dafür ähm, können auch sehr vielschichtig sein. Also ähm, was wir quasi ähm, gesehen haben, ist, dass ähm, die Online-Modalität ähm, ähm, beispielsweise ähm, äh, bietet, dass in Kursen wirklich auch beliebige Teilnehmerzahlen ähm, eingeschrieben werden können im Vergleich zu, ähm, zu, zu äh, anderen, anderen Präsidenten. Die, die, äh, durch die, die, die durch die Raumgrößen beispielsweise begrenzt werden. Genauso ähm, können Sie es auch haben, dass ähm, wenn Sie ähm, einen Kurs äh, nicht bestanden haben und dann irgendwie probieren wollen, hey, den Kurs zu wiederholen und den dann quasi in Ihren Stundenplan zu integrieren, wenn Sie da die Möglichkeit haben, ähm, einen, einen, einen äh, asynchronen äh, Online-Kurs zu belegen, ähm, dann ist das häufig äh, auch ein Grund, ähm, dass sie quasi in Anführungszeichen keine Zeit zum Studienabschluss auch ähm, verlieren, in gewisser Weise diese Flexibilität. Ähm, haben Sie auch zu sehen, wenn sie äh, parallel ähm, arbeiten oder wenn sie, oder wenn sie quasi andere familiäre Verpflichtungen haben. Ähm, dass da auch wieder ähm, diese Online-Kurse für die stundenplan Stundenplanflexibilität und auch für die Flexibilität ähm, selbst reguliert ähm, einteilen zu können, wann sie, wann sie äh, sich da mit den Lerninhalten auseinandersetzen, dann auch da äh, Vorteile auch bieten. Also Sie sehen quasi da ein geteiltes Bild ähm, über... Über, über auch Vor- und auch ähm, gewisse äh, Herausforderungen, äh, Vorteile und gewisse äh, Herausforderungen von Online-Lehre Online im, Hochschul im Hochschulbereich. Schauen wir uns jetzt nun die Merkmale von guten Online-Kursen an. Ich würde Sie da quasi ähm, auch wieder zunächst bitten, in äh, Breakout-Räumen vielleicht wieder fünf Minuten anstelle von sieben Minuten ähm, Bitte dann dazu besprechen, auch vielleicht im, im Hinblick darauf, was Sie schon in, ver in vorherigen äh, Veranstaltungen ähm, ähm, äh, gehört haben oder in vorherigen Vor Vorlesungen hier bei uns. Ähm, was Sie, glaube ich, was Sie im Bein, was sind quasi Merkmale von guten Online-Kursen? Wir machen einfach mal neue Breakout-Räume und äh, bis gleich. Alright, so ich freue mich, Sie auch jetzt wieder hier zu begrüßen. Ähm, sie haben jetzt, ich freue mich, Sie jetzt auch wieder hier zu begrüßen. Ähm, sie haben jetzt auch vermutlich da auch schon in Bezug auf den vorherigen Breakout-Raum auch besprochen, ähm, äh, was sie quasi auch da erlebt haben mit ihren Erfahrungen, was da positive Elemente waren. Was wir quasi ähm, von der Forschung her sehen, ist, dass wir ähm, fünf, äh, fünf fünf Kurs-Features. In gewisser Weise haben, die auch dann mit, äh, mit ähm, äh, Performance auch äh, korreliert werden. In gewisser Weise ähm, die Features sind auch nicht unbedingt eine Überraschung für sie. Ähm, Kursmaterialien äh, wieder da ähm, als Kern im Merkmal ähm, klar organisiert, transparent, was haben die zu erfüllen, bis wann. Ähm, so, so vielleicht als kleine, als kleine Hinweise von wegen ähm, äh, benennen Sie, klar. Die, die Dokumente oder ähm, haben Sie eine gute ähm, Ordnerstruktur. Also wirklich da auch Features, ähm, was man sich halt, was man halt da besser machen kann. Wenn Sie neue Lernplattformen ähm, äh, äh, einführen, erklären Sie die Lernplattform. Beispielsweise, wir hätten hier in unserer Veranstaltung vielleicht ähm, in der ersten Vorlesungssitzung noch irgendwie eine 10 Minuten, äh, was ist GrayCraft? Ähm, Einführung äh, machen können, um sie halt auch da noch etwas besser quasi in die Nutzung in die, äh, dieser Lernplattformen äh, mit einzubinden. Das gleiche, wenn sie halt mehrere Lernplattformen verwenden, die dann auch quasi gut ähm, Einführung und auch wirklich transparent kommunizieren, was wird erwartet an Studierende, was sind Voraussetzungen zum, zum, äh, zum äh, Steinerwerb, was sind Voraussetzungen Voraussetzungen Für gewisse Kursnoten, für gewisse Kurs Times. Wirklich, je klarer und transparenter ähm, die Kursmaterialien strukturiert sind, ähm, desto einfacher ist es quasi für Studierende, sich halt dazu recht zu finden. In gewisser Weise, wenn sie sich das auch jetzt ähm, überlegen, psychologisch gesprochen, was sind da eventuelle Wirkungsmechanismen. Also, also ähm, sie wollen halt den, den, den Cognitive Vote, ähm, vor allem auf die leeren Inhalte natürlich auch, äh, auch äh, richten und halt die ganzen ähm, externalen Sachen äh, äh, die nicht unbedingt für den Lernfortschritt notwendig sind, halt reduzieren. Gleiche Idee quasi, ähm, wenn, Sie, wenn Sie sich da ähm, an die Vorlesung zu den Lernstrategien ähm, zurück erinnern, quasi eine klare Gut aufgeräumte Lernumgebung, ähm, wie so etwas auch wichtig und förderlich ist, weil halt die, die Ablenkung ähm, geringer ist. In gewisser Weise die Kursstruktur und die Kursmaterialien ähm, können halt auch da einen gewissen Teil dazu beitragen. Dann ähm, Kommunikation, ähm, Interaktion ähm, wieder da, ähm, äh, sehr wichtiges Teacher, wichtig dabei quasi ähm, die Lehrenden auch wirklich auch sehen zu können das ähm, äh, hat auch wieder ähm, äh, vor allem vor allem äh, affektiv ähm, äh, äh, große vorteile dann auch äh, sprache auf einem Niveau quasi äh, von der kommunikation von Lehrenden und der Lernenden zu sprechen dass es quasi auch äh, verständlich, verständlich ist quasi an das Vorwissen der Lernenden äh, Angeknüpft und auch da quasi auch jetzt da der Bezug, insbesondere bei Online-Kursen, wenn Sie einen ähm, Online-Kurs belegen bei Personen, die Sie nicht kennen, die Sie nicht sehen, wo Sie quasi kaum Verbindungen haben, schwierig, dann auch, dann auch quasi ähm, sich in Anführungszeichen zu trauen, ähm, ähm, äh, 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 dann vielleicht den Dozierenden irgendwas zu fragen, weil das dann irgendwie eine, also weil da halt gewisserweise mehr Barrieren da sind im Vergleich zu. Ähm, ähm, wenn es halt ähm, in, der, in, der, in, der, in den Interaktionen, die sie haben, auch schon klar ist, dass sie halt ähm, quasi äh, mit den, äh, den ähm, Lehrenden auch sprechen können. Dann äh, auch ähm, äh, wichtig quasi ähm, Übersichten zu haben zu den Themen, zu den Aufgaben, um es halt das Lernen auch äh, besser zu... Zu strukturieren, beziehungsweise ähm, dass ähm, auch quasi wie, wie Wiederholungen über, über Kursinhalte explizit quasi ähm, mit eingebaut werden. Was wir quasi auch dabei ähm, sehen, wir wirklich jetzt auch da ähm, in Bezug auf die Selbstdet Selbstdeterminationstheorie, ähm, Sense of Beelonging, Be ähm, werden Sie sich da wahrscheinlich auch sofort ähm, dran erinnern um da quasi ähm, sich selber äh, die Identität in der Gruppe zu haben und auch dann ähm, auch ähm, quasi ähm, in der Gemeinschaft sich auch wahrzunehmen, äh, wahr ähm, um quasi so ein so ein äh, so ein äh, Sense of belonging herzustellen. Sowas ist wirklich, ähm, wirklich sehr sehr essentiell in gewisser Weise, ähm, um auch da quasi effektiv auch ähm, vorzugehen. Also was können äh, lernen da machen ähm, beispielsweise ähm, wenn sie quasi ähm, online online Lernplattformen verwenden wo Studierende äh, Fotos oder 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 Nutzerprofile Avatare hochladen können so etwas verwenden wir können beispielsweise auf, sowohl auf Ilias als auch auf Gradecraft die wenigsten haben das gemacht witzigerweise können sie quasi ebenfalls auch äh, Fotos von sich hochladen um dann auch quasi ähm, mehr Bezug quasi auch zueinander zu bekommen. So was kann auch vor allem dann spannend sein, wenn sich halt die Fotos gerade bei, bei Online-Diskussionsforen haben, wo dann dadurch quasi die, die Interaktionen quasi doch einmal etwas persönlicher werden. Wir haben für unsere Veranstaltung beispielsweise ähm, ein, ein Online-Forum explizit gewählt, wo die nicht möglich ist, weil wir halt da auch wieder balancieren müssen von wegen ähm, äh, die Öffentlichkeit versus Privacy und also das ist also ist auch in gewisser Weise immer so ein bisschen so eine Balance, die man auch da zu finden hat. Dann ähm, Diskussionsrunden zu haben, äh, digital äh, synchron, äh, asynchron. Äh, ähm, dass sie halt äh, da, quasi, ähm, dass sie da quasi mit Foren auch quasi da die Möglichkeit bieten und da wirklich explizit ähm, den Raum für Fragen ähm, sowohl zu Vorlesungsinhalten ähm, als auch, ähm, auch als auch quasi zu, äh, zu äh, äh, Vorlesungstechnischen äh, Vorlesungs, äh, ähm, Sachen dann, ähm, dann auch da ähm, geben weil, ähm, das ist halt wirklich wichtig, quasi auch da für die, für die Kommunikation. Dann ähm, äh, der dritte äh, Punkt, die Vernetzung auch jetzt wieder hier in Bezug auf die, auf die interpersonale Interaktion. Sie sehen auch die Verbindung in gewisser Weise auch zur zur Kommunikation ähm, ist vor allem wichtig halt für die für kognitive und sozio-emotionale ähm, äh, Aspekte des gemeinsamen äh, Lernens quasi von, äh, von Studierenden im Miteinander, also, ähm, wie sie so, was sie da machen können, ist quasi ähm, in Zoom Breakout-Räume zu machen oder dass wenn sie ähm, in, einer, in einer Seminarform sind, dass sie da irgendwie sich die Leute vorstellen lassen. Es klingt so, als ob das in allen Veranstaltungen der Fall ist, aber ähm, das ist auch äh, leider, leider nicht unbedingt. Der Fall, dass ich quasi ermöglichen, dass Leute, obwohl es in einer Online-Umgebung ist, auch gemeinsam Projekte machen können, wie jetzt, wie jetzt ähm, bei uns beispielsweise die Podcasts oder die Erklärvideos, dass sie quasi da auch Teams bilden, um quasi mit einem klaren Ziel, da erinnern sie sich wahrscheinlich wieder an unsere äh, Vorlesung zu, was sind effektive Gruppenarbeiten, was sind da Features, um da quasi mit einem klaren Ziel auch da... Ähm, Gruppenarbeiten zu ermöglichen, ähm, also wirklich ähm, in gewisser Weise zu schauen, wie können Sie es hinkriegen, dass Sie in Ihrer Umgebung ähm, ähm, die Vernetzung von Studierenden im, untereinander halt auch äh, fördern? Äh, dann äh, Kompetenzbereich, ähm, da wirklich auch ähm, klar zu machen: Okay, ähm, ähm, wie können Studierende ähm, daran angeleitet werden? Ähm, ähm, äh, selbst reguliert zu arbeiten, aber auch quasi in gewisser Weise ähm, sich selber zu bewerten, den eigenen äh, Lernfortschritt äh, selber, zu, selber zu evaluieren, ähm, um dann auch wirklich passgenau zu schauen, okay, mache ich genau die Fortschritte, die ich machen will, welche Lernstrategien verwende ich, wie kann ich diese äh, Lernstrategien ähm, dann eventuell modifizieren, bin ich auf dem richtigen Track, um quasi die Lernziele zu erreichen, die ich erreichen will. Was brauchen Sie dafür? Ist vor allem auch Transparenz. Von wegen, was soll überhaupt gelernt werden? Was für Kompetenzen wollen Sie in dem Kurs überhaupt erreichen? Was ist, worauf wollen Sie dann auch ähm, beispielsweise ähm, hinaus? Äh, was Studierende ähm, an, an, an äh, fachlichen ähm, Inhalten da haben wollen? Eine Möglichkeit, wie so, so etwas geht, ist beispielsweise, ähm, wie wir das machen, ähm, äh, Quizze zu haben, ähm, um quasi ähm, äh, das Wissen zu überprüfen. Man kann aber auch genauso gut äh, Quizze ähm, zum, zur Vorwissensüberprüfung verwenden, die dann quasi, ähm, wo sich dann quasi Lehrende äh, adaptiv äh, darauf beziehen können, um die, äh, um die äh, Lehrinhalte dann auch zu modifizieren. Prinzipiell ist es da auch sehr wichtig, quasi ähm, die, die überfachlichen äh, Kompetenzen, über Lernstrategien, über Zeitmanagement, über vielerlei andere wichtige Faktoren auch wirklich ähm, explizit zu machen für Lernende, um quasi auch da, ähm, und das haben sie ja auch gesehen, quasi, ähm, dass es auch ähm, äh, gut möglich ist, quasi ähm, bessere Lernstrategien auch ähm, zu haben und auch so etwas zu erlernen und ähm, so, so etwas auch wirklich quasi ähm, den Studierenden auch ähm, 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 erfahrbar zu machen. Das ist ähm, quasi mit weiterführenden Quellen beispielsweise. Das ist ähm, ein wichtiger Faktor. Und last but not least natürlich äh, Selbstregulation, Lernstrategien. Ähm, ähm, völlig klar, ähm, sie können sich da quasi an unsere Vorlesung zur Selbstregulation dann auch erinnern quasi, was da quasi zentral für war und auch quasi, wie sie da auch vorgehen können, um quasi die Selbstregulation in solchen Online-Szenarien auch besser zu unterstützen. Also Sie sehen quasi wirklich, dass es da eine Vielzahl an verschiedenen Elementen gibt die quasi wichtige hm, Merkmale für, äh, für, für gute Online-Kurse da sind. Ähm, von der Universitätsebene gibt es natürlich ebenfalls Sachen, was quasi Universitäten ähm, machen können, ähm, um ein besseres Universitäts-Online-Angebot ähm, anzubieten. Zum einen, dass, äh, dass äh, Lehrende auch, auch quasi explizit ähm, motiviert werden, beispielsweise ähm, hybride. Äh, Formate zu verwenden anstelle von ähm, kompletten, äh, kompletten asynchronen äh, Online-Formaten, sondern dass sie auch quasi so gewisse Präsenzelemente je, je nach Lernelementen, je nach Lernzielen, vielleicht, ähm, vielleicht äh, ähm, mit in ihren äh, Lehrplan mit integrieren, um auch dann die verschiedenen äh, Merkmale, die wir vorhin gesehen haben, auch besser integrieren zu können. Und auch, dass ähm, Lehrenden auch wirklich klargemacht wird, hey, ähm, ein Online-Kurs ist, ist etwas komplett anderes als ein Präsenzkurs. Man kann nicht einfach einen Präsenzkurs nehmen und den Präsenzkurs dann als Online-Kurs machen, sondern es ähm, braucht wirklich auch eine Vielzahl an verschiedenen, äh, verschiedenen äh, Adaptionen, um dann auch äh, eine wirksame online -Lehr um, lehrumgebung dann auch ähm, Lehr- und Lernum dann auch ähm, zu ermöglichen. Zu, zu, ähm, zu, ähm, in gewisser Weise auch da äh, Fortbildungen von Lehrpersonal äh, sehr zu empfehlen ähm, und auch quasi auf was die Herausforderungen, die äh, Studierende mit online lehre haben, da auch in solchen Fortbildungen quasi explizit zu thematisieren, damit die Kurse dann auch quasi ähm, die Herausforderungen, Herausforderung ähm, äh, der Online-Lehre nehmen, aber auch die Vorteile von der Online-Lehre sich quasi zum Vorteil nehmen, äh, damit sie quasi ein qualitativ hochwertiges ähm, Lehrformat dann haben. Genau. Also äh, soweit quasi zur Online-Lehre, was, was man da alles äh, besser machen kann. Sie werden auch da vermutlich auch äh, sehen haben, das sehe ich gerade hier im Chatfenster, dass sie sich gewünscht hätten, dass eventuell verbindliche Schulungen für die Lehrkräfte, die sie in diesem Semester begleitet haben, zur Online-Lehre. Ja, das ist auch eine Idee, die sicherlich auch von. Vorteil ist. So, wir nähern uns damit auch quasi dem, dem Ende von unserer äh, Vorlesung. In der nächsten Woche haben wir vor allem eine, eine Wiederholung. Und ähm, diese Wiederholungssitzung ist quasi vor allem äh, für Sie. Und, ähm, der, uns, und quasi das Format ist quasi ähm, von der nächsten Woche das ich quasi hier wieder wie, wieder hier in unserem TV-Studio stehen werde, aber quasi keine Folien oder oder irgendwelche Vorlesungsinhalte ähm, vorbereitet habe, sondern quasi für Sie die gesamte Zeit zur Verfügung stehe, um ihre Fragen zu beantworten. Von daher, vor allem wenn Sie normalerweise die Veranstaltung wie ähm, YouTube verfolgen, ist vielleicht eine Idee, mal ähm, äh, hier ähm, in unseren, äh, in unseren äh, Zoom-Raum vorbeizuschauen, um auch da vielleicht Fragen zu stellen, wenn Sie Fragen zu Vorlesungsinhalten ähm, oder auch oder, oder halt auch irgendwelche anderen ähm, Fragen haben. Also wir werden da quasi wirklich die gesamte Zeit nur für Ihre Fragen zur Verfügung stehen, ähm, um das ein bisschen besser zu strukturieren. Wir werden quasi je nach Vorlesung vorgehen und dann halt Fragen zur Vorlesung 1, Vorlesung 2, Vorlesung 3 und so weiter dann, dann halt strukturiert zu haben. Sie können Fragen ähm, sowohl halt während der Vorlesung halt live zu den einzelnen äh, äh, Vorlesungen stellen oder ähm, die Fragen ähm, in dieses, äh, in dieses äh, Fragenformular, was Sie jetzt hier in den Folien sehen, ähm, da draufklicken und dann quasi die Fragen ähm, in dieses ähm, in dieses äh, Online-Formular. Ähm, ich würde sagen bis zum äh, bis irgendwie Sonntag 23 Uhr in 50 dann äh, hereinzustellen, damit wir dann ähm, quasi die Fragen dann auch quasi in dieser Veranstaltung dann auch, ähm, dann auch äh, beantworten werden. Genau. Das ist soweit der Plan. Wir sind, wir sind leider ein paar Minuten über der Zeit. Aber ähm, genau, es hat mich gefreut und ich freue mich, Sie in der nächsten Woche auch wieder zu begrüßen. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Bye.